Hallo liebe Kinder, hallo liebe Playmobil-Fans. Nach dem vielen positiven Feedback zu unserer ersten Roomtour haben wir uns entschlossen, heute noch einmal dazu ein DIY-Video zu machen. Und zwar werden wir heute zusammen unser neues Sofa basteln. Schaut euch dieses DIY gerne bis zum Schluss an, da es wirklich ein sehr interessantes Video sein wird. Als erstes habe ich mir eine Skizze erstellt, wie später das Sofa aussehen soll. Ich blende euch einmal meine Zeichnung ein und auch gleich, welche Maße oder passenden Maße ihr für die einzelnen Stücke benötigt. Dann würde ich mal sagen, lasst uns starten. Ich verwende für unser Sofa so eine dicke Schaumstoffplatte. Die hatte ich noch übrig. Ihr könnt natürlich auch einen dicken Karton verwenden oder was ihr zu Hause habt. Ich fange hier gleich an mit dem Einzeichnen der Teile. 3 Stück, 12 x 4 cm. Diese drei gleich großen Teile sind einmal die Längsseite vom Sofa und zweimal die Rückenlehnen. Anschließend beginne ich gleich mit dem Ausschneiden. Danach benötige ich noch ein Teil, 8 auf 4 cm. Jetzt sind auch schon die Sitzkissen dran, 5 Stück. 4 auf 4 cm. Achtung, den nächsten Schritt hätte ich im Nachhinein nicht gebraucht, da ich festgestellt habe, dass für mein Sofa keine Erhöhung notwendig ist, da der Schaumstoff, den ich verwende, doch relativ dick ist. Wenn ihr dünnen Karton verwendet, könnt ihr diese Teile als Bodenerhöhung nutzen. Ich lege die einzelnen Teile jetzt mal so zusammen, wie das Sofa später aussehen soll. Wie schon gesagt, hier merke ich, dass ich die kleinen Teile nicht benötige. Die kann ich sicher für was anderes gebrauchen, also weg damit.
Hier mache ich dann noch eine seitliche Lehne mit den Maßen 5 auf 3 cm. Jetzt ist schon der Stoff dran. Hierfür benutze ich einen alten Stoffuntersetzer. Der ist etwas dicker im Stoff und ist ja etwas wattiert, also perfekt für mein Sofa. Der nächste Schritt. Ich zeichne mir passende Stoffteile ein. Aufgepasst! Für 2 von den 3 großen Teilen muss der Stoff komplett den Schaumstoff abdecken. Sonst würde man ja später an der Rückenlehne Schaumstoff sehen. Diesen Schritt wende ich jetzt bei allen einzelnen Teilen an. Jetzt muss ich die Ecken markieren und danach ausschneiden, damit das Kleben später einfacher funktioniert. Und das Ganze natürlich wieder mit allen Teilen.
So, da habe ich jetzt schon mal drei Teile beklebt. Wie, zeige ich euch jetzt. Den Kleber gleichmäßig verteilen. Und fest auf den Stoff drücken. Jetzt den Kleber an den Seiten verteilen. Und wieder gut festdrücken. Wenn ihr alles gut festgeklebt habt, könnt ihr den überstehenden Stoff abschneiden. Klar, was jetzt kommt, das Ganze mit allen Teilen wiederholen. Wenn alle Sofateile gut durchgetrocknet sind, geht es schon ans Zusammenkleben. Ich lege mir mein Sofa nochmal so zurecht, wie es später aussehen soll. Anschließend fange ich an, alles zusammenzukleben. Ich achte natürlich darauf, dass die nicht so schönen Kanten unten sind. Los geht's! Nochmal alles schön festdrücken.
jetzt einfach noch gut durchtrocknen lassen. Fertig, ich habe noch ein paar Kissen dazu gebastelt. Jetzt werde ich sie gleich mal ausstellen. Tada, unser neues Sofa. Wie gefällt es euch? Hier sitzen wir nun auf unserem neuen Sofa. Ich finde ja, es ist mega toll geworden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt uns in die Kommentare, wie euch das Sofa gefällt. Ach so, über ein Abo freuen wir uns natürlich auch sehr. Tschüss! Bis bald!